Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Video nun, nach langer, langer Zeit. Es hatte schulische Gründe und auch Gründe, dass ich krank war und so. Und heute sehen wir uns mal das Equipment von mir, also von Chris an. Und heute mit meinem Rucksack, den ich seit Weihnachten habe, der Extrem Plus Dynamic Shuttle S oder so. Von Amazon 50 Euro, wirklich richtig, richtig tolles Teil. Habe ich mir abgeguckt bei Benjamin Jaworski. Ja. Das passiert, wenn man das offen lässt. Ja, weil es war ein bisschen lästig, das hier immer auf und zu machen. Nach etlichen vielen Versuchen. Also, hier fangen wir schon mal an mit meinem coolen Canon, also Canon Schlüsselanhänger. Dann macht man das hier auf. Hier ist der Reißverschluss natürlich hier am Rücken, damit die ganzen Diebe eure Ausrüstung natürlich nicht klauen können. Und das hat noch ein ganz anderes Phänomen. Dieser Rucksack, er ist ganz toll. Das erkläre ich euch aber am Ende des Videos. So, dann machen wir den mal auf. Und tada, wir sehen Innenfach. Ja. Hier ist normalerweise der Camcorder, der gerade rausgefallen ist. Also, tut mir so, als ob es nichts gewesen wäre. Das hier ist mein Camcorder. Wollt ihr euch selbst sehen? Ja, wollt ihr. So. Da seid ihr alle. Toll, ne? Ja. Und ja, mit dem mache ich normalerweise die Filme. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich habe so eine tolle Kamera mit 720p. Dann nehme ich mal damit auf, ja. Also, dann ist hier ein kleines Schaumstoffteil, damit ich auch die Schnellwechselplatte von meinem Stativ, dem Kullmann Primax 180, damit ich die Schnellwechselplatte damit sie es gemütlich hat und nicht den Rucksack verunstaltet. Ja, dann kommen wir aber auch schon zum nächsten, und zwar zu meinem Objektiv, und zwar mein Zoom-Objektiv. Oh, hier könnt ihr es gut sehen. Ja, die Öffnung solltet ihr schon mal gesehen haben, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt. Jetzt geht es um Fotografie. Und so. Ja, hier vorne ist dann eine kleine Klappe, mache ich mal ab. Und dann ist hier ein UV-Filter, um genau zu sein. Der Hama UV 390C. Und zwar mit dem Durchschnittszeichen und 58. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Brennweite ist. Wenn nein, egal, ich habe es nie gesagt. Ja, das habe ich auch auf meinem Kit-Objektiv drauf. Auch ganz toll. Oh. Ja, dann können wir auch schon den Rucksack wieder drehen. Also hier ist übrigens ganz viel Platz. Ich habe die, man kann die Kamera natürlich auch ändern. Hier mit einem Reißverschluss, den ich aber sehr selten löse, weil ich halt jeden Tag natürlich neues Equipment dazu bekomme. So, dann geht's auf die andere Seite. Und zwar hier. Hier ist das Fach für meine Saubermach-Dingens. Hier unter dem Lederteil kann man es aufmachen. Dann ist einmal hier mein Lenspen. Den habe ich von meinem Opa bekommen. Hier kann man aufmachen, so lippenstiftartig. Auch ganz toll. Für zwischendurch kann man auch gut mit einer Hand verwenden. Und dann ein gekaufter, beziehungsweise zum Wichteln bekommen. Danke an die Klasse. Hier der Hama Lens Pen. Link tue ich euch wahrscheinlich in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Könnt ihr den nochmal gut sehen. Oh. Ich weiß zwar nicht, was das Teil hier ist. Toilettenstopfer ist es ja nicht. Wäre dann ein bisschen zu klein für. So, dann tun wir das auch wieder da rein. Also, dann sind wir mit dem Fach auch schon mal durch. Hier können wir das dann auch wieder zumachen. Mit dem tollen Schlüsselanhänger. So, dann drehen wir den mal wieder um. So, und ein bisschen weiter runter. So, dann könnten wir es so machen. Also, hier ist ein Klett... eine Schnalle, was weiß ich, schieben für das Stativ. Und das Stativ kann man hier unten eine Klappe aufmachen. Und dann kommt hier
wenn alles gut klappt, eine kleine Masche raus. Und da kann man dann die Stativbeine reinstellen. Hier. Und die dann mit diesen Dingens da verschließen, ja. Auch ganz praktisch, aber bei meinem Riesenstativ geht das nicht so gut. Dafür braucht man echt kleine Stative. Und das ist hier das S-Modell, heißt bei den größeren Modellen würde auch mein Stativ drauf passen. Ja, dann kommen wir hier zu dem Fach nach dieser einen kleinen Schnalle. Da ist uns hier die Verpackung von der von dem UV-Filter. Hama UV Protect Filter for Better Light Transmission 58 mm. Ja, habe ich mal die Verpackung hier getan. Keine Ahnung, wer weiß, was passiert. Zombie-Apokalypse und so. Und falls dann der UV-Filter mal abgeht. Man muss ja vorgesorgt haben. So, dann ist hier in dem Fach mein Canon-Ladekabel. Ganz toll. Ist genug Platz für das Teil. So, und ich muss die ganze Zeit manuell hier am Rädchen drehen, um die Schärfe zu verstellen. Weil ich gerade das erste Mal richtig mit dem Videomodus von der 1100D arbeite. Und das mir gerade ein paar Beschwerden macht. Ja. Also normalerweise habe ich dann hier in der Seitentasche Handschuhe. Jetzt aber nicht, sondern hier die beiden Kappen. Das einmal fürs Objektiv. Ne, das ist für den Buddy und das ist für mein Kit-Objektiv. Die kann man so ganz toll zueinander schrauben. Ja, dann kann ich nur sagen, war es das. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt natürlich das Tolle an dem ganzen Rucksack. Also, wenn man hier den Rucksack ganz schön dran hat, mit Licht, dann kann man das hier ein bisschen fester ziehen. Das ist jetzt auf meine Jacke eingeschimmt. Dann sollte man erstmal hier den Gurt hier lösen. Einen Moment. Sollte man den Gurt hier lösen. So. Und dann kann man ganz einfach hier hinten die Schnallen nach hinten packen. Dann hängt der Rucksack hinten so drüber, weil man hier die Hüften-Dingens hat. Das ist ganz cool. Dann dreht man das einmal um. Und dann tut man die Armbeuge nach vorne. Und dann kann man ganz toll im Stehen den Rucksack aufmachen. Zum Beispiel jetzt den Camcorder rausholen. Und dann im Stehen. Tada! Kann man dann Sachen machen. Ist natürlich ganz toll auf irgendwelchen Safaris oder so. Oder wenn man sich beeilen muss. Dann muss man nicht immer den Rucksack ablegen, um dann irgendwas zu machen. Also ist eigentlich ganz toll. Und natürlich auch ein bisschen praktisch. So, das war es jetzt mit dem Video. Es war ein kleines spontanes Video, weil es so lange ja nichts mehr kam. Nächste Woche gibt es dann wieder ein richtiges Video, ein kleines Making-of von ein paar Fotos. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch ein Like natürlich. Und ja, abonniert uns, wenn ihr uns weiter sehen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem kleinen Making-of zu CDs und Wasser. Bis dann!